Seit April haben wir auch einen neuen Vorstand und das Neueste am neuen Vorstand ist eigentlich, dass wir 50% Frauenbeteiligung haben, erstmalig, ohne Quote, aber dafür mit tollen Frauen. Und die stehen da und die machen das für die nächsten 2 Jahre und ich habe für die nächsten 2 Jahre Frauen als Chef. Mein Name ist Dagmar Pröhl, ich bin jetzt bei der AIDS-Hilfe im Vorstand seit April diesen Jahres. Ich mache das, weil ich die Arbeit der AIDS-Hilfe unheimlich wichtig finde. Ich habe vorher die Lernwerkstatt hier besucht, habe gelernt, was das für ein tolles Team ist, was das für ein wichtiges Thema ist und wollte mich einfach auch mal gesellschaftlich engagieren. Mein Name ist Andrea Kurz, ich bin 23 Jahre alt und ich bin im Vorstand, weil ich gerne mit Leuten arbeite und weil ich die Arbeit bei der AIDS-Hilfe auch sehr wichtig finde. Ja, mein Name ist Kevin Porksteffen, ich bin seit 2013 im Vorstand der AIDS-Hilfe, bin jetzt bei der letzten Wahl bestätigt worden durch die Mitglieder und ja, ich bin hauptsächlich für das Thema Finanzen zuständig und wenn ich mich heute hier so umschaue, denke ich, haben wir mit dem Hoffest wirklich ein ganz schönes Fest, wo wir auch mal, ich sag mal, AIDS-Hilfe fremde Menschen zu uns locken können. Und ich freue mich einfach darauf, dass das Wetter so gut mitspielt. Und ja, auf einen schönen Nachmittag. Ja, also mein Name ist Dina Budalvi. Ich bin seit 2007 in der AIDS-Hilfe. Bin eher zufällig hier rangekommen und durch ein Praktikum von der Uni. Ja, und die Leute sind einfach toll und es macht so viel Spaß. Und bin ich irgendwie hängen geblieben. Bin seit 2009 im Vorstand. Die Arbeit macht mir super viel Spaß. Ich bin für die Ehrenamtlichen da zuständig, ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit. Und teile mir jetzt mit dem Kevin so ein bisschen auch die Finanzen im Bereich. Und naja, und das Hoffest macht wie immer super viel Spaß. Und ich freue mich auf alles und von daher. Ja, vielen Dank.